Das ändert sich in der gesetzlichen Rente mit der Ampelkoalition. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Der Koalitionsvertrag zur möglichen nächsten Ampelregierung steht seit dem 24.11.2021 auf 178 Seiten, ist für die nächsten 4 Jahre das Regierungsprogramm festgeschrieben. Und die Ampel plant folgende Änderungen. Eine Einführung einer Pflichtversicherung für die Selbstständigen in der gesetzlichen Rentenversicherung mit der Option, diese abzuwählen, wenn sie eine ausreichende andere Altersvorsorge nachweisen können. Die Einführung einer Aktienrente unter staatlicher Aufsicht. Die Einführung eines Vorsorgefonds zur privaten Altersvorsorge, auch hier wieder unter staatlicher Aufsicht. Beitragssätze zur gesetzlichen Rentenversicherung sollen für die Zeit der Regierungsdauer bis auf 20% stabil bleiben. Das ist jetzt ganz was Neues. Die Einführung einer Rentenversicherungspflicht für Strafgefangene und Sicherungsverwahrte. Keine schlechte Idee. Entfristung der Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogenen Altersrenten. Was auch immer damit gemeint ist, ich habe es bis jetzt noch nicht so ganz verstanden. Die umlagefinanzierte Rente soll durch höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen, älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und gezielter Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften gestärkt werden. Für die Bekämpfung der Folgen der Altersdemografie aus meiner Sicht absolut unzureichend, dieser Vorschlag. Eine Verbesserung für Erwerbsminderungsrentnerinnen und Rentner im Bestand. Hierzu habe ich schon ein extra Video gedreht. Und als Sahnehäubchen obendrauf die Wiedereinführung des seit 2018 ausgesetzten Nachholfaktors in der Berechnungsformel für den aktuellen Rentenwert. Und zwar noch vor der Rentenerhöhung zum 1.7.2022. Und zwar mit gravierenden Folgen für alle Rentnerinnen und Rentner in Deutschland. Ich werde dazu auch in einem anderen Video nochmal gesondert berichten. Es gibt sicher noch die ein oder andere geplante Änderung, über die ich in diesem Video nicht berichtet habe. In Sachen Zukunft der gesetzlichen Rente ist dieser Koalitionsvertrag aus meiner Sicht völlig ernüchternd. Die drängenden Fragen der Altersdemografie werden auch durch diesen Koalitionsvertrag nicht mal ansatzweise gelöst oder angesprochen. Wer denkt, dass man das Demografieproblem damit lösen will, dass man die Erwerbstätigenquote von Frauen und älteren Arbeitnehmern erhöht und für eine bessere Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften sorgen will, der scheint aus meiner Sicht die Zeichen der Zeit nicht wirklich erkannt zu haben. Unter anderem eine Bürgerversicherung hätte die grundlegende Weichenstellung zur Sicherung der gesetzlichen Rente sein können. Dass die Bürgerversicherung nicht kommt, ist aus meiner Sicht ein Riesen- und vor allen Dingen unentschuldbarer Fehler. Wir werden die weitere Entwicklung der gesetzlichen Rente im Auge behalten und auch berichten darüber. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.